So Leute, also hier bin ich wieder. Danke, dass ihr wieder vorbeischaut. Und jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt Jennifer ein bisschen chillen lassen. Jetzt sieht sie wieder etwas fitter aus und dann können wir mal hier weiterschauen, würde ich sagen. Nachdem wir im letzten Part ja ziemlich häufig von diesem verdammten Scherentypi da gejagt wurden, hoffe ich mal, dass wir ihn jetzt nicht mehr so oft sehen. Der nervt nämlich so ein bisschen. Ah, hier, Musikzimmer. Gut, da. Jetzt geht hier Musik. Au, meine Ohrenschmerzen. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Kannst du rausmachen. Es ist nur Krimskrams drin. Kann jetzt was dazu spielen? Vielleicht passiert dann was. Hört auf. Einmal hin. Das ist ein Aufnahme. Ist es nicht angeschlossen? Wir haben es kaputt gemacht irgendwie, indem wir Klavier gespielt haben. Auch nicht schlecht. So, also hier ist anscheinend nichts mehr. Dann sind wir jetzt wieder in einer Situation, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Toll. Hier rechts waren wir ja schon, oder? Ja, hier kommen wir her. Jetzt sind wir hier in einer neuen Region. Aber noch nicht, haben noch nicht großartig was Neues entdeckt. Diese komische Steinstatue haben wir jetzt, ja. Das war's auch schon, ne? Gucken wir einfach mal hier rechts nochmal in diesen Raum. Da war ja noch was mit dieser komischen Wand. Erstmal das. Halt. Ich finde, das sieht so ausgebeult aus, wie so ein Teppich oder so, der dran hängt, als ob da einfach jemand hinterchillt. Aber wir können es nicht kaputt machen oder so, ne? Nee. Nee, nee. Nee. Halt, halt, halt. Da rein. Weiter geht's ja auch gar nicht. Ah, nimm mal das Brett. Die Katze ist auch weg. Die hat keinen Bock mehr. Ja, gibt ja auch schönere Orte, ne? Ah, okay. Ein Raum. Ja, dann geh doch rein. Erstmal zurück und. Klapse! Wunderbar. Hier drin war schon ewig keiner mehr. Die Luft ist in diesem Raum ist stickig, ja. Aber ich denke mal, es gibt ein paar Leute, die hier durchaus hätten reingehört. Kann man da nicht durch? Kann man nichts machen, oder was? Da, was ist das denn?
Ja, nix. Das hat ja gar nichts gebracht jetzt. Hä? Irgendwas muss das doch bringen, dieser Raum. Anscheinend nicht. Also wieder raus. Wenn es denn sein muss. Da war, glaube ich, Geschirr oder so drin, ne? Gucken wir noch mal. Ja. Ja, also hier in dem Raum ist nichts. Müssen wir jetzt Raum für Raum noch mal durchgehen. Also das da finde ich ganz komisch. Aber wir haben nichts, womit wir das kaputt machen können oder so. Bleibt uns nur übrig, da war ja wieder nichts, die anderen Räume noch mal durchzugucken. Das war hier. Das Bad, oder? Nee, das. Ja, genau. Ja, wie ernste Lektüre, die du nicht verstehst. Bild einer Frau. Diese Person sieht vertraut aus. Miss Mary. Das war die Frau im mittleren Alter. Nichts, ne? Ja, das ist wo Anne, ja. Leer. Einige Bücher, ja. Das sehe ich. Halt, Moment, vielleicht können wir irgendwas mit dem Feuer machen. Explodiert die Flasche, wenn wir das da reinwerfen oder so. Nee. Die Lampe daran anmachen. Nein. Dämonenabbild verbrennen. Nein. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr klar hier. Nee, nee. Ich glaube, das hat sonst keine Bedeutung. Nee, nee. Nochmal da lang. Hier, das Zimmer haben wir jetzt auch noch nicht richtig. Ja. Hier war nix, ne? Eigentlich ist das ja auch selten hier. So ein komisches Zimmer und dann soll hier nix sein. Können wir ja nur mit Skepsis beäugen hier. Sieht aus wie ein Kinderbett, das ist schön. Ah, guck, man kann den Clown und die Truhe anwählen. Ich glaube, letztes Mal hatten wir den Clown, jetzt gucke ich mal an die Truhe. Da liegt ein Schlüssel. Yay, Zeremonienschlüssel eingesteckt. Was war dieses Geräusch? What the fuck? Okay. Okay, raus, raus. Raus! Die Tür wird sich nicht öffnen. Die wurden von so einer kleinen Pisspuppe getötet? Was soll der Scheiß denn? Okay. Aber aus der Tür müssen wir mal überlegen. Womit könnte man die platt machen vielleicht? Mit einem Stein kaputt hauen. Stein ist doch für alles gut. Ja, nimm mal mit.
Ja. Verständlicherweise bekommt sie das Schiss. Haus kaputt? Stein, komm. Parfüm. Autoschlüssel. Seil, Seil, fessel das Scheißding. Mantel. Kaputt? Ist doch kaputt. Okay, es hat sich selbst zerstört. Krass. Freaky. Richtig komisch. Ja. Ich meine, unten, wenn wir nach unten gehen, war da noch ein Zimmer, welches verschlossen war. Glaube ich. Und ich denke mal, da können wir den Schlüssel dann benutzen. Na, warum hat die Puppe uns erst getötet und jetzt nicht? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum man manchmal stirbt, manchmal schafft es sich zu wehren, manchmal nicht. Das ist noch, wahrscheinlich hat das mit den Farben bei dem Bild zu tun. Das ist auch nur Spekulation. Naja. War das das Zimmer, was abgeschlossen war? Nein! Das kennen wir schon. Das war das leckere Nom-Nom-Zimmer. So. Schauen wir mal hier rechts. War es das? Nein, anscheinend nicht. Ach so, ja. War das wahrscheinlich links, ne? Und nicht rechts. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Okay, dann müssen wir zurück. Dann schauen wir mal. Irgendwo muss hier ja noch ein Raum sein. Der zu ist. Und ich meine, sowas auch noch in Erinnerung zu haben. Da geht's nur wieder raus zu diesem komischen Steinberg, der alles blockiert. Das Zimmer. Vielleicht. Nein. Ach ja. Stimmt ja, stimmt ja. Mensch, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das Zimmer unten war. War vielleicht doch oben? Hier ging es doch zurück zum Dings, oder? Huch! Dieser Raum sieht so aus wie der auf dem Wandbild. Das ist eine Saldonvase. Sonderbare Zeichen sind aufgeschrieben. Zeit wird es zeigen. Was bedeutet das? Dies ist ein Krähenleichnam. Das Genick ist komplett gebrochen. Okay. Das ist irgendwie so ein anderer Typ wieder. Und hier in der Mitte. Ich würde mich da nicht selbst. Vielleicht müssen wir da die Statue reinstellen. Viereckiges Loch ist in dem Boden, die Wiege unter dem Stern. Unter den Stern. Hier ist irgendwas drunter. Komm, lass mal das Dämonenbild da reinstellen. Die Wiege unter den Stern, ja. Warum kann das nicht. Ja, kein Umhang. Ja, kann man das nicht überspringen? Komm.
Ist ja schon okay, wir haben es kapiert. Noch irgendwas hinter dem Vorhang, vielleicht wieder so ein verrückter Schirmmacker. Das ist der Leichnam. Ach da, das hatten wir noch nicht. Das kleine Ding da. Kerzenständer. Metallkelch. Ein Kreuz wurde eingraviert. Okay. Boah. Ja. Wofür ist dieses Parfüm? Das haben wir noch nicht einmal benutzen müssen. Genauso wie es. Seil. Laterne. Nein. Boah, eine Kerze, ne? Irgendwie sowas. Ah, das Dämonenbild. Ah. Siehste. Das eingeritzte Kreuz passt genau. Was war dieses Geräusch? Wahrscheinlich können wir jetzt die Mitte aufmachen. Ja, war klar. Das Loch geht sehr tief runter. Ich kann mit der Leiter hinabsteigen. Ja, mach mal. Jo. Haben die hier so einen unterirdischen Dungeon aufgebaut oder was? Nein, wir gehen ganz langsam. Oh oh. Ha. Ja, ich weiß, ich kann es mir schon denken. Wir ziehen uns jetzt das Ding an. Kommt sie das an? Genau. Nein. Hä? Wenn wir da vorbeigehen, werden wir vom Hund zerfetzt. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen uns die schwarze Kutte überziehen, dann dürfen wir hier lang. Da ist irgendwas. Ja, ein Hund. Ja, wir gehen mal lang. War klar. Auch wenn der Hund eher wie so ein Bär geklungen hat. Naja. Kann ja mal passieren. Der ist halt etwas hungriger, der Hund. So. Also würde ich sagen. Ach, jetzt muss sie da erst runterkrabbeln wieder. Ja, ja. Mittlerweile. So. Vielleicht müssen wir den Hund irgendwie anwählen. Ja, ja, ich weiß. Stopp, 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 stopp. Sie chillt erstmal. Wie, kann man sich den nicht irgendwie anziehen? Klingt nach einem Hund. Oh, echt? Schlüssel, Parfüm. Er schlagt den Hund mit dem Stein. So, man weiß es nicht, was hier gemacht werden muss. Ah, haha, jetzt hat's geklappt. Ja, ja, geh weiter. Hä? Jetzt hat er sich aufgehängt oder was? Vielleicht ist das Parfüm? Der Hund mag diesen Geruch sehr, war klar.
Es riecht nach dem Duft von Miss Mary. Haha, voll verarscht. Dachte ich mir schon, dass wir irgendwie so da vorbei müssen. Nein, was machst du denn? Boah, ich habe noch nicht mal was gedrückt. Da dreht die hier auf einmal voll ab. Ach so, da kann man rein. Oh, es sind hier unendlich viele Höhlen, oder was? Oh. Okay, wir machen ein Päuschen. Die Höhlen, die werden wir dann im nächsten Part durchsuchen. Wir sehen uns dann. Bis dann, ciao.